In unserem Land leidet an der Zuckerkrankheit mehr als 5 Millionen Menschen. Jede 10 Sekunden stirbt ein Mensch in der Welt von den Komplikationen dieser Erkrankung. Früher hielt man Diabetes für eine Krankheit der älteren Menschen, aber heute wird diese Erkrankung immer jünger. Der Heldin unserer Geschichte, Lehrer Ivleva, wurde die bedrückende Diagnose im Alter von 5 Jahren gestellt. Es geschah so, dass das Mädchen heftig abgenommen hat, viel zu trinken und oft die Toilette zu besuchen begann. Sie hat etwas getrunken und ist sofort auf die Toilette gegangen. Es wurden Untersuchungen durchgeführt. Der Blutzuckerspiegel war 17. Das Mädchen wurde sofort mit dem Krankenwagen ins regionale Krankenhaus eingeliefert. Der Zuckerspiegel bei einem gesunden Menschen liegt normalerweise im Bereich von 3,3 bis 5,3 Millimol pro Liter des Blutes. Bei Patienten mit Diabetes sind diese Werte erhöht. Das geschieht aus Mangel an Insulin, das durch Injektion künstlich eingeführt werden muss. На каждую еду получается нужно ставить инсулин. Zu jeder Mahlzeit soll Insulin eingespritzt werden, weil es vom Körper selbst nicht hergestellt wird. Naja, das Leben hat sich natürlich geändert. Die Kleine musste den Kindergarten verlassen. In der Schule hat man uns normal angenommen. Ich hatte Angst, dass uns ein Heimunterricht vorgeschlagen wird. Aber in der Schule hatte man schon die Erfahrungen mit Diabetikern. Das Mädchen wurde ganz ruhig in die Schule aufgenommen. In der Schulpause spritze ich Insulin, messe den Zucker, das dauert etwa eine Hälfte der Pause. Während der Feiertagen und Geburtstagen schaffe ich gar nichts, weil ich den Zucker messen muss. Schränkst du dich beim Essen ein? Ja. Was darfst du dich nicht essen? Ich darf keinen Saft trinken, nur beim niedrigen Zuckerspiegel, auch keine Bonbons und andere Süßigkeiten. Das Insulin hilft, den Zuckerspiegel zu kontrollieren, aber es ist fast unmöglich, eine genaue Dose von Hand einzuspritzen. Eine falsche Dosierung kann oft zu den Nebenwirkungen und zur Erhöhung von Blutzucker führen. Vor kurzem hat Lehrer eine Möglichkeit, eine Insulinpumpe zu testen, die ermöglicht, Insulin auch in Mikrodosen einzuspritzen. Lehrer hat bereits Funktionsstörungen der Schilddrüse bekommen. Das heißt, Lehrer soll jeden Morgen eine halbe Stunde von der Mahlzeit einen Hormonalpräparat trinken und nachher darf sie essen. Sonst wird sie schlaff und müde. Früher wussten wir nicht, dass es ein solches Gerät wie die Pumpe gibt. Das ist ein praktisches Gerät. Das Mädchen wurde aktiver, begann mehr zu Fuß zu gehen. Und auch hat Lehrer mehr Unabhängigkeit bekommen. Im Alter von 11 Jahren wünscht das Kind schon eine Unabhängigkeit von der Mutter. Sie wollte ihre Freundinnen allein ohne Mama und ständige Einspritzungen besuchen. Die Pumpe gefällt uns sehr. Leider haben wir keine Möglichkeit, diese zu kaufen. Für Lehrer ist dieses Gerät eine echte Rettung. Blutzuckererhöhungen sind vorbei und auch keine Einspritzungen. Das Mädchen kann ruhig lernen, basteln und sogar kleine Freuden sich erlauben. Mit Pumpe kann ich sogar Bonbons essen, aber in kleinen Mengen, weil Einspritzen erfolgt jede Minute. Deswegen kann ich mir erlauben, es zu essen. Jetzt ist der wichtigste Wunsch von Lehrer, ihre eigene Insulinpumpe zu haben. Die Pumpe kostet 2.100.700 Rubel. Aber die Familie des Mädchens hat keine Möglichkeit, dieses Gerät zu kaufen. Wenn Sie Lehrer helfen oder sich näher informieren möchten, können Sie die Nummer 8800100192929 anrufen. Der Anruf ist kostenlos für alle Regionen Russlands. Für die Unterstützung der Teilnehmer des Projekts Sie brauchen dich, senden Sie eine SMS mit dem Wort Tüdo Wunder an die Nummer 7878. Alle Informationen finden Sie unter www.help-children.net.